verstanden. Sind bereit. Wir sind drin. Starte den Abbau. Nimm drei, nach links. Hier nach. Tun wir's. Auf die Knie, aber pronto! 'Mal probiere ich nicht in der Lobby hier zu sterben. Sag mal, was sind das hier eigentlich für neue Karren? Bin ich schon in der Vergangenheit oder was? Oder habe ich die Warzone so lange nicht gesehen, dass... Das sieht man, das ist... Sind das hier für... Ob die Waffen kennen? Sieht ja alles so ein bisschen eigenartig aus gerade. Ja. Also das ist jetzt, das ist das Event zu dem neuen Spiel. Ja. Naja, was jetzt rauskommt, ne? Oder was man vorbestellen kann, sagen wir mal so. Zweiter Weltkrieg. Ich hab so ein bisschen die Hoffnung, dass man da vielleicht auch mit den Deutschen so ein paar kraftgierige Juden jagen kann. Fascho. Was soll ich sagen, Hagen? Braun steht mir halt. Ja. Warum hab ich denn so eine beschissene Schrotflinte nur? Hab ich auch. Die kotzen ja alle mit dem fiesen MG durch die Gegend. Warum sind denn hier nicht nur grüne Punkte? Weil wir alle im Team gegen den Zug kämpfen müssen. Das war genug Vorgeplänkel. Guck mal hier. Der da so leuchtet, der ist mit einer Leuchtpatrone, wurde der markiert. Das ist ein Jude, den musst du jagen. Den Sascha am Kopf geschossen. Steht da zufällig eine Sul dran? Da, jetzt habe ich den Clown hier drin. Der Clown ist schon wieder Truppführer? Das gibt's doch gar nicht. Immer. Er hat wieder den Cheat an, weißt du? Und guck mal da. Willkommen zur Schlacht von Verdansk. Meine lila Spur da, die kommt schon aus dem Helikopter raus. Ich tippe mal, wir müssen dahin. Boah, wieder eine CR-50, die mache ich am liebsten hier. Ich habe eine AK, die mag ich am liebsten. Das Ziel ist es, den feindlichen Panzerzug zu zerstören. Gute Jagd! Platziert Sprengsätze im Tunnel, um den Zug zu überfallen. Ja. So. Dann rauf aufs Dach. Wo ist unser einer Teammate hier? Der ist im Park gelandet. Im Park? Ja. Das ist bestimmt Loco. Das ist Loco, der muss. Der heißt nicht umsonst Loco. Ich bin da bei dieser blöden Brücke. Was wollt ihr von mir? Er hat gesagt, ein Teammate ist im Park gelandet. Ja, ich nicht. Hier unten, da ist er. Wegpunkt markiert. Weiß ich nicht.
Und wenn mir keiner sagt, wo ich hin soll, hab ich auch keine Ahnung, wo ich hin soll. Ja, jetzt fährt auf dem Schienen der, jetzt der Zug entlang, den musst du einfach abschließen. Also die oberen Geschütze auf dem Zug oben drauf. Ganz genau. Erst die Geschütze, dann die Waggons. Zug nähert sich der Überfall. Oh Scheiße, der ist hier direkt bei mir, ey. Ja, ich bin so weit dahin gelaufen. Ich stehe oben auf dem Dings. Ich spring gleich auf ihn ich drauf. Ich bin schon tot, bevor die Runde eigentlich angefangen hat. Hier merke ich schon. Von den Leichen überall rum. Alter, die hat mich aus dem Auto rausgeschossen. Blöde. Ich benutze meine Munitionsbox eigentlich gar nicht. Ich stehe hier rum, dann schieße ich immer ein bisschen drauf und dann sterbe ich. Dann respawn ich wieder und mache das die ganze Runde so. Wer will mit mir im Heli? Was ist denn so? Red ich gar nicht. Hinter dir. Ich mal zu dieser goldenen Box dann. Wohin? Zu der goldenen Box? Ja. Am besten zu der, die hier direkt ist. Also jetzt hier runter. Da ist schon einer hier. Da kommt er nicht so richtig drüber. Seid ihr da oben im Helikopter? Ja. Der so komisch eilig fliegt? Ja, das sind wir. Hey, hol mich ab! Ich bin hinter dir. Ach so, du warst ein anderer da. Ich hab mal auf einen anderen geguckt. Ja, aber ich brauche Munition. Ich habe nicht einen hab Schuss mehr. Ich habe eine Munitionsbox hier. Wir haben Vorräte geschickt. Setz dich gut ein. Oh, hab ich auch noch voll. Hinter dir, Sascha. Konzentriert das Feuer auf den beschädigten Waggon. Sascha. Oh. Ja. Bleib mal so, Kai. Ja, ist das jetzt egal, wo ich mich hinschieße? Ja, immer das, was so rot umrandet ist, ne? Naja. Ich schieße in die Mitte vom Waggon und vom Geschütz, also mit beides treffe. Mit dem Raketenwerfer. Oh, der hat mich aus dem Heli rausgeschossen. Die Made. Sag doch dir mal Auto-Aim. Ich sag dir das.
Ja, wie schnell die Munition weggeht. Aber ich sitze jetzt wieder auf dem Zug. Zugwaggon zerstört. Schütze, ist auch was kommt. Ja, ich habe keine Munition mehr. Null für beides. Soll ich fliegen und du schießt? Ja. Dann musst du den Sitzplatz wechseln. Jetzt. Jo. Jo, perfekt. Jetzt bin ich gerade auf die Scheiße. Wer will das denn hier von euch? Also der eine Kamerad, der hat gleich ganz schlechtes Standing. Bleibst du ein? Bin ich über dir. Schon wieder keine Munition. Das waren meine Platten. Und ich bin tot. Ich mach jetzt mal, das kann, dann hoffe ich hier vorne auf unser Baum. Aber wenn du direkt vor dem Geschütz stehst, dann kann es irgendwie nichts machen. Oh, außer explodieren und dann fliege ich weg. Oh, fuck. Habt ihr das bisher jedes Mal geschafft? Ja, das kann man eigentlich gar nicht verlieren. Ich glaube, man kann wirklich nicht verlieren, oder? Das na, weiß ich nicht, aber... Ich hab's noch nie ausprobiert, wenn hier keiner feuert. Naja, ist aber schwer. Es gibt ja, was weiß ich, wie viele Menschen hier. Du kannst ja nicht. Du kannst ja nicht mit allen gleichzeitig spielen. Alter, wer hat mir denn jetzt die Platten weggesprengt hier? Ich habe jetzt beim Wiedereinstieg habe ich eine Fahrer bekommen. Ja, man kann auch eine Krieg bekommen, glaube ich, oder eine EM2. Ich glaube, man kann alle Sturmgewehre bekommen. Ich hab ein legendäres MG jetzt. Ich auch. Was hat das denn wieder her? Aus diesem goldenen Jobster gekommen. Ich glaube, da kommen auch diese diese Schnellfeuer-Maschinen-Pistole oder so, was auch immer das ist. Ey, was ist denn das? 30 Gegner stehen direkt auf dem, direkt davor. Ich bin 300 Meter weit weg und dieses Ding schießt auf mich, ey. Clusterschlag im Anflug. Entdeckung. Ah, ist hier ganz vorne. Das war's doch irgendwo jetzt. Ja, nee, Lokomotive noch. Lokomotive ganz vorne noch. Ich hab eine Visitenkarte bekommen. Ich auch. Ja, auf Kriegsfuß. Ja. Ja.
Jetzt kommen gleich die Bomben. Gut gemacht! Ihr habt es geschafft! Verschwinden wir von hier! Klingt, als würdest du gleich Ärger kriegen! Oh, Loco! Hm? Jetzt gibt auf den Kopf! Dresden oh. 45! Oh ja, da sind ein paar. So, jetzt musst du nur noch zum Evakuierungspunkt, Loco. Dann ist fertig. Dann ist fertig. Wenn du das nicht schaffst, keine Belohnung. Und du darfst auch nicht vorbestellen dann. Was passiert denn, wenn ich da nicht hinlaufe, sondern einfach stehen bleibe? Du kriegst keine Bomben auf den Kopf. Hier ist eine Kiste, die öffne ich erstmal. Da ist ja was Gutes drin. Oh, ein Taktikgewehr. Das nehme ich mal. Ich habe noch eine Waffe in der Hand. Ich kann schießen! Jetzt habe ich keine mehr in der Hand. Schon wieder verkackt, ey. Ich glaube, ich bin tot. Ich auch. Ich bin noch nicht mal angekommen, weil ich erstmal gelootet habe. Da waren drei Kisten auf dem Weg. Die habe ich erstmal geöffnet. Die Welt steht in Flammen. Doch manchmal kann man Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Wann kommt das denn? Okay, November. Ja, ein bisschen hin. Aber ich glaube, dann kommt die Beta. Glaube ich. 5. November ist Release. Okay, Männer, herhören. Ich hab euch hierfür ausgebildet. Das hier ist der verdammte Krieg, Arthur. Es gibt keinen Applaus für Tapferkeit. Tapferkeit ist das Spät. Nicht, was du in dem Moment fühlst. Krass, heiß Scheiß. Ja, darfst du das angucken? Deswegen hast du das Event gespielt. Also. Das ist der erste offizielle Trailer. Der ist exklusiv nur für die Warzone. Jetzt vorbestellen und vorab Zugang zur offenen Beta erhalten. Digitale Vorbestellungen bieten sofort Zugang zur Nachtüberfall-Meisterkunstwaffe in Black Ops Cold War und Warzone. Muss ich unbedingt haben. Ich auch. Ah.